Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu der nächsten Arena hier bei Hilda, glaube ich. Ihr Ace ist auf Level 32. Ich habe jetzt auch das Layout angepasst. Und Ramaidon ist im Team. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Letter King ist eigentlich das bessere Ramaidon, wobei es halt 165 Base Attack hat, das gute Ramaidon. Und Letter King 160 nur. Dafür hat Letter King mehr KP, mehr Verteidigung, sogar mehr Special Angriff. Alles ist eigentlich mehr, sogar ein 100er Init-Wert. So. Und das ist halt alles ein bisschen unterirdisch hier. Aber gut. Ich habe Steinhagel, Ableithieb, Steinpolitur und Erdbeben drauf. Eldrago mit Kopfnuss, Biss, Raserei, Silberblick. Ja, ich gebe zu, das habe ich angepasst, aber ganz ehrlich, juckt mich halt so gar nicht. Weil Ramaidon ist eine Glaskanone. Wenn du da einmal richtig drauf haust, ist es weg. Und hier haben wir auf Andromeda, also unserem Kamaup, Flammensturm, Intensität, Energiefokus und Tackle. Dann haben wir hier dasselbe in grün. Und wir haben Pia. Du bist jetzt endlich ein vollwertiges Mitglied in meinem Team und endlich auch an Bord. Und das ist schon fast verboten. Also das Ding gehört eigentlich definitiv gebannt so. Regengenuss, langsame Wiederherstellung von KP bei Regen. Deswegen Regentanz. Und ja, Windhose, Aquavelle, Genesung. Das Ding kriegst du fast nicht tot. Ich leade natürlich hier zuerst mal mit Ramaidon. In dieser Arena hatte genau einer ein Kampf-Pokémon und das war der erste Trainer. Warum eigentlich das Ding jetzt wieder da ist, keine Ahnung. Ich habe es danach erst aktiviert. Ja, doch, stimmt. Ich bin dann wieder rein und dann einfach durchgelaufen, stimmt. Dieser Trainer hat hier bei mir jetzt ein Metitalis. Fand ich noch witzig. Weil eigentlich habe ich es beim ersten Mal, weil die kannst du ja trotzdem weghauen. Da kannst du nicht durchlaufen. Ihr seht. Bumm. Dann müsstet ihr entweder hier nochmal ein bisschen draufhauen, dass es weggeht. Oder eben, wenn ihr den Wallsheet habt, könnt ihr ganz easy durchgehen. So. Jetzt wird's lustig. Wir gehen gegen diese Olle definitiv ins Gericht. Ich bin die Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig, aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Die war doch im Anime nicht zufällig dort. Ja, sie wollte eigentlich, glaube ich, keine Arenaleiterin sein, aber... ich müsste den Anime nochmal gucken. Ah, ich find's schön. Wird lustig. Nur drei Pokémon. Und sie hat einen Kleinschein. Das ist schon GG. Weil ich kann jetzt auf Steinpolitur gehen. Wenn jetzt nicht gerade mit Intensität um die Ecke kommt, lebe ich das. Warum sage ich jetzt lebe ich das? What the heck? Das macht ja gar nichts. Ah, weil es ein Kleinschein ist, ne? Erdbeben. Let's go. Ich liebe Ramaidon. Nein, ich erhöhe ja so nicht den Angriff. Ich erhöhe lediglich die Init. Was ich sehr cool finde. Dann kommt es wenigstens an Letter Kings Init dran. Ja gut, Steinhagel, Bruder. Wenn ich treffe, ist es vorbei. True Story, tot. Das war eine kurze Geschichte und habt ihr gesehen... Ich habe euch extra alles eingeblendet, auch ein Kampf, der, wie ich finde, ziemlich spannend hätte ausgehen können. Aber leider hat der Randomizer da auch ein bisschen reingeschissen. Aber gut, tot. Ihr seht, gar kein Problem. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Ja, viel Spaß. Tschüss, tschüss.
Jetzt geht's mit der Galaktik-Story, glaube ich, weiter. Ja, gut, die Fliegen. Sam kriegen wir gerade erst noch. Eigentlich sollten jetzt die Viecher ab Level 30 endlich voll entwickelt sein. Man hat sie auch an Aerodactyl gesehen. Weil klar, es war nicht ein voll entwickeltes, aber es war ein. Also doch, es war ein voll entwickeltes Pokémon, aber es hat halt keine Entwicklung, ne? Das ist wie Porenta oder so. Sunny, ein Glück, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Ein paar dieser Rüpel von Team Galactic haben sich meinen Pokédex geschnappt. Also, tut mir leid. Wer klaut bitte ein Pokédex? Das ist, finde ich, so ziemlich dumm. Das ist so, als würdest du, keine Ahnung, einem den Pass klauen und hoffen, damit weiterzukommen, so. Außer du siehst jetzt wirklich direkt so aus wie derjenige, aber im Regelfall bringt dir sowas nicht viel. Es gibt vielleicht einige Bereiche, wo das was bringen kann, aber im Endeffekt, ich weiß nicht. Bei diesem Corpuzzi, was wir gefangen haben, in dieser Vorschau, so, die ich euch gezeigt habe, was ich so gemacht habe, getrieben habe, so, habe ich was festgestellt. Und zwar, Corpuzzi entwickelt sich ja in beide Formen mit Stein. Weswegen er aber auch jeweils in jeder Richtung eine andere Fähigkeit hat. Was ich unglaublich bescheuert finde, denn ja. Was war das? Erleuchtung oder so auf Lashoking? Nee, Lashoking. Wie hieß das Ding? Quaxo? Und auf Quappo hat es ausweglos. Wie Ramaidon. Naja. Kein Kommentar. Ich mach zuerst mal den hier. Regentanz. Das macht so gar nichts, sorry. Hallo, erstmal komplett eskalieren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Kann das Ding einfach mal Abgangsbund. Uff. Ja gut, eine Aquarelle im Regen willst du nicht tanken von einem. Ja. Von einem Milotic. So, Zobiris, regelst du das oder soll ich? Ich hoffe, er hat jetzt keinen Abgangspunkt gesetzt, deswegen. Ich weiß gar nicht, was ich drücken soll. Ich hoffe, du tötest das Ding. So. 2 versus 1 wieder. Pandir. Nochmal Aquawelle. Ja, das brauchst du nicht mal. Pandir kann dir eh nix. Easy way.
Ich fand's ja witzig, dass das Ding Draschel kann. Draschel hatte. Die gute Lucia.